Sprecherin des Weißen Hauses damals hat das geteilt und alleine in Twitter 2 Millionen Aufrufe bekommen dafür. Und ich bin froh, dass wir das gemacht haben, damit diese Brutalität der Polizei und des Wasserwerfereinsatzes, bei dem auch Reizgase eingesetzt wurden, damit das dokumentiert wurde für die Nachwelt. Und liebe Polizisten, ich stand hier 1987, als hier noch die Mauer war. Als hier noch die Mauer stand. Ich bin an einem Tag rübergegangen nach Ost-Berlin. Ich habe diese Spiegel gesehen, wie sie am Grenzübergang uns kontrolliert haben. Ich habe die Fotos gesehen, die immer zu zweit. Heute gehen unsere Polizisten noch immer zu dritt hierher. Müsst ihr euch mal vorstellen, ist ja schlimmer, wie immer den Fotos. Lieber 3 Polizisten einsetzen, damit nicht einer mal was Falsches machen kann. Bei der DDR reichten noch 2 Mauerwächter. Nicht 3, die waren immer zu zweit. Denkt mal drüber nach, was hier alles läuft. Weil natürlich, ich würde als Angela Merkel auch lieber 3 Polizisten oder 4 nur noch zusammen unterwegs sein lassen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass es verdammt viele Polizisten gibt, die es stinkt, die es satt haben und die nicht mehr länger bereit sind, diese Corona-Diktatur durchzusetzen. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich es formuliere. Ich habe am 1. August euch alle bei dieser großen Demo aufgefordert. Ich habe zitiert aus dem Kleinen Prinzen. Und ich habe gesagt, nicht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Und Spiegel Online hat meine Rede aufgegriffen und hat dann gesagt, besonders kitschig wurde er, als er sagte, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Ich kann euch nur eines sagen. Wir leben in einer Welt teuflischer Verdrehungen. Und ich sage euch voraus, es wird nicht besser. Mich treibt nur mein Glaube an Jesus Christus an. Ich will hier aber niemanden missionieren. Und deshalb lasst uns keinen Zorn predigen. Karl Jaspers sagte 1958, Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, jeden Frieden vernichtende. Die Unwahrheit von der Verschleierung bis zur blinden Lässigkeit, von der Lüge bis zur inneren Verlogenheit, von der Gedankenlosigkeit bis zum doktrinären Wahrheitsfanatismus, von der Unwahrhaftigkeit des Einzelnen bis zur Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustands. Und ich möchte euch sagen, ganz zum Abschluss, ich möchte euch vom Mainstream entweder verborgene denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt, um ihre Einflusssphäre auszudehnen, auf Infiltration anstatt Invasion, auf Unterwanderung anstatt Wahlen, auf Einschüchterung anstatt freier Wahl, auf nächtliche Guerillaangriffe anstatt auf Armeen bei Tag. Disclaimer. Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.